40.000 Euro, glaube ich. Und dann haben wir einen Abatt. Also ich, da musstest du eine einstweilige Verfügung unterschreiben und dann ist Ach das so, sie Ding. dürfen sie gar nicht drüber reden, oder? Da dürfte man eigentlich gar nicht drüber reden. Und dann ist das Ding also im Sand. Ich wollte ihm kein Forum bieten. Ich hätte es vor Gericht sicher gewonnen. Ich meine, es ist ja nicht behauptet worden, dass er Kokain nimmt. Aber da wollte ich nicht durch. Ja, ich dachte. Aber was ist das für ein Land, wo man, ich meine, das ist wirklich das Harmloseste vom Harmlosesten, dass man solche Witze nicht mehr machen kann? Das läuft unter ungefähr 10 verfassungsmäßigen Rechten, Meinungsfreiheit, Satire, was weiß ich noch alles, dass man das nicht mehr machen Ich kann? sag noch ein, ich hab, Porsche hat mich auch verklagt. Porsche. Porsche, die Firma Porsche, ja. Und ich hatte geschrieben, letzten Weihnachten, Porsche zahlt in diesem Jahr keine Weihnachtsgelder an Muslime, um deren religiösen Gefühle nicht zu verletzen. Was ja in jedem eigentlich einleuchten müsste, dass das ein Schwachsinn ist. Darum habe ich Porsche, das war richtig teuer und das hat mir viel Geld gekostet, ja. Das habe ich verloren vor Gericht. Das hat wehgetan, ja. Aber so ist das in diesem Land, da kann ich nichts machen. Moment, das waren ein raus, das war Facebook. eine flapsige auf Facebook und dann hat das wieder jemand gepetzt und dann hat das Porsche Er aufgegriffen. hatte 100.000 Klicks, also das war viel. 100.000 sind auf diesen 100.000 haben sie gesehen, auf den Kommentar. auf den Kommentar. Da wurde halt geteilt und Ja, natürlich ja, auch ja. Klicks drauf. Und dann hat Porsche das aufgegriffen und hat gesagt, das ist ja aber es ist totaler Blödsinn, das ist ein Gag. Nichts machen. Aber es kann doch nicht sein, dass Sie sich jetzt hier mundtot machen lassen müssen. Das Von kann irgendwelchen Firmen, nur weil das eine Weltfirma ist. Und was ist das überhaupt für eine Firma, die so humorlos ist? Also, das ist eine Man sollte doch Überlegung. meinen, dass die drüber stehen, oder? Grundsätzlich. Aber das war nur, das ist ein juristischer Fehler gewesen. Man muss bei solchen Sachen diese Sachen unterschreiben. Dann senkt sich der Streitwert von 40.000 auf 4.000 Euro. Und dann ist das Larifari. Ne? Dann, aber muss ich nicht. Aber naja, das habe ich gelernt.